Leute, ich bin es, euer Sir Adler 1007 zu einer neuen Folge. Also zu diesem Intro-Video, was ich angekündigt hatte. Nämlich zu Builds & More zusammen mit dem Kai hier, ja, dem Black Shades hier, ja. Ich hab sie. Oh, hallo. Ich hab den Spawn kaputt gemacht, scheiße. Reparier mal. Ja, bei mir leckt es jetzt am Anfang noch. Das liegt nicht am Aufnahmeprogramm oder so, sondern weil ich lange nicht auf dem Server und die Chunks noch nicht geladen sind. Deswegen, sorry, wenn es kurz zwischendrin leckt. Und ich und der Kai erklären euch in diesem Video die Regeln nochmal kurz von dem Projekt und dann sehen wir uns ja schon am Freitag nächste Woche, wird es dann losgehen. Ja, Kai, mit was wollen wir denn anfangen? Deine Entscheidung. Ach so, übrigens, ich habe einen Steve-Skin, das ist aber, die anderen sehen mich als meinen normalen Skin, das ist nur, weil das manchmal nicht lädt. Manchmal hat man seinen Skin, manchmal nicht. 1.7 falls. Okay. Dann beginnen wir damit, dass jeder darf sich sein Grundstück so groß wie er will bauen. Man soll nur einen gewissen Abstand von anderen haben. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man einen gewissen Abstand hat. Und jeder hat dann, also jeder hat dann Zeit, irgendwie so sein Haus zu bauen. Ja, kann passieren. Was ist denn? Und jetzt versucht er hier einfach. Ja, und jeder hat halt hier, hier ist in der Nähe, halt hier ist der Spawn, hier spawnen wir alle gemeinsam. Und dann können wir alle gemeinsam losgehen. Ich und Kai haben uns überlegt, dass wir, Kai und ich, sorry, dass wir uns hier um den Spawn eine Arena bauen oder woanders halt, wo halt die meisten Personen sind, damit wir zusammen so PvP-Kämpfe austragen können. Also einmal in der Woche gibt es einen PvP-Kampf oder zweimal in der Woche, müssen wir uns nochmal überlegen. Die werden aber auch angekündigt, so dass es jeder dann weiß, und dann gibt es PvP-Kämpfe in der Arena und jeder hat halt das gleiche Equipped, kriegt dann zum Beispiel Aura Equipped oder irgendwas anderes und dann wird gefightet. Thema Griefing. Achso, ja. Man darf halt jetzt nicht von anderen Leuten griefen, außer man zahlt es dann gleich zurück oder hat es mit der Person schon besprochen. Man darf auch mal, wenn ihr wollt, zusammen Häuser bauen, also Kai und ich, jetzt habe ich es richtig gesagt, bauen uns nebeneinander, also wir bauen einzelne Häuser, aber bauen in der Mitte dort ein Gemeinschaftshaus, wo wir dann zusammen unsere ganzen Maschinen und alles reinpacken. Also das war uns unsere ganz Idee. Großer UFO. Ein UFO. Und ja, hast du noch irgendwelche Sachen? Nee, keine Ahnung, nee. Ja, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder am frühestens am Freitag, also spätestens am Freitag zum Projekt. Ich hoffe, es können alle ankommen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und warte doch, ich habe noch was zu sagen. Ja, okay, dann sag ja, hau raus. Einige Leute, die sich angemeldet haben, haben ihren Namen offenbar geändert und ja, die werden jetzt nicht mitspielen können, weil wir den aktuellen Namen nicht so weit enden können. Ja, das wäre halt nice, würdet ihr noch eure Namen reinschreiben, nochmal. Alle, von den meisten Leuten weiß ich es, also von Lando, LP weiß ich, Mongo, Alan, eigentlich fast alle Personen, außer zwei Stück. Ich zeige euch einfach mal kurz die Whitelist. Minecon 05. Nee, ja, Minecon 05 gibt's nicht und Moggle 2006. Nein, Minecon war's nicht, das war, den hatte ich den Namen falsch gesagt. Die sind jetzt alle drauf. Wenn einer von euch, also wenn du nicht dabei bist, schreib einfach in die Kommentare oder woanders über ein Portal oder Skype oder wo du willst. Schreib mir am besten einfach und dann kommst du noch auf die Whitelist und wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.